Gut. Gehen wir jetzt wieder hier zum Arishok. Ihr habt die Erlaubnis, hier zu sein, Basra, bis der Arishok etwas anderes entscheidet. Ich habe mich also hinsichtlich unseres Diebes getäuscht. Ja, scheint so. Es heißt, wir wären mit unserer Falle sorglos umgegangen und trügen deshalb die Schuld. Doch es hätte auch ohne das Sarkamek Tote gegeben. Diese Elfin war fest entschlossen, uns für irgendetwas die Schuld zu geben. Selbstsucht, Verlangen, Verleugnung. Wie könnt ihr nur zulassen, dass sich all dies fortsetzt? Oh Mann, geht doch, wenn ihr es so hasst. Spart euch die Predigt, offenbar werdet ihr genauso ebenso verachtet. Ich nehme das Obere. Wenn ihr Kirkwall so sehr verabscheut, warum seid ihr dann noch hier? Seit unserer Ankunft hier habe ich nichts anderes gesehen als Gier und Schwäche. Zwerge, Menschen, Elfen, sie alle sind verkommen. Es gibt keine Ordnung, kein Ziel. Ihr seid einer der wenigen, denen ich begegnet bin, die zumindest über einen gewissen Wert verfügen. Und doch war auch das nur Zufall, geboren aus Selbstsucht. Mir ist unerklärlich, wie man einen derartigen Morast rechtfertigen kann. Ihr sagt, wir sollten gehen, aber wie könnt ihr es ertragen, in diesem Chaos zu leben? Tja, man versucht halt, einen besseren Ort rauszumachen. Irgendwann ist er vielleicht mal eine Zeit lang erträglich genug. Schwäche schafft Gelegenheiten. Ja, das ist ein komischer Spruch. Ich hoffe, es verbessern zu können. Es ist ein wundervolles, wildes Leben. Mir gefällt es auch nicht. Ich nehme das obere hier rechts. Ich wurde nicht viel anders in der Stadt willkommen geheißen als ihr. Und doch ertragt ihr sie. Es ist eine Gelegenheit, wirklich etwas zu verändern. Karasthen sind Soldaten. Das Kun hat es so entschieden. Sie können niemals von ihrem festgelegten Weg abweichen. Niemals etwas anderes sein als das, wofür sie bestimmt sind. Sie haben jedoch die Freiheit, über die Gestaltung dieser Rolle zu entscheiden. Sie können sie annehmen und meistern, oder sie ablehnen und sterben. Der Weg zum Ruhm ist klar vorgegeben. Könntet nicht auch ihr, könnte nicht diese gesamte Stadt von einer derartigen Gewissheit profitieren. Wie sonst wollt ihr wissen, ob ihr wirklich etwas verändert? Ist das Gewissheit oder Sklaverei? Ist das obere? Ist das eine Drohung? Ist die Mitte? Wollt ihr uns bekehren? Ist das untere? Ich nehme das obere. Sie haben die Freiheit, sich für den Gehorsam zu entscheiden? Klingt das nicht irgendwie widersprüchlich? Sie entscheiden sich zu sein. Genau wie wir alle. Lange bevor sich eure bedeutungslosen Freiheiten auftun. Möglicherweise zwingt ihr uns irgendwann dazu, unsere Rolle zu verändern, falls das Kun es verlangt. Tja. Sie hat gesagt, ihr stehlt Elfen. Ist das obere? Sie hat euch fast besiegt. Ist die Mitte. Aber er stand hinter ihr. Ich nehme mal das obere. Sie war wütend, miterleben zu müssen, wie ihre Leute ihre Kultur verloren, indem sie die eure annahmen. Wir akzeptieren jene, die sich an das Kun binden. Die Schwachen suchen naturgemäß die Nähe der Starken. Aber das spielt keine Rolle. Es ist nicht unser Auftrag, jemanden zu bekehren. Ich bin hier, um eine Forderung zu erfüllen, die euer Verständnis übersteigt. Inzwischen ist ziemlich viel Zeit vergangen. Es wird so lange dauern, wie nötig ist. Kein Schiff wird kommen. Es gibt keine Rettung vor der Pflicht gegenüber dem Kun. Ich sitze hier fest. Moment mal. Das heißt, damit wird jetzt auch quasi die andere Quest noch mit eingeleitet. Okay, dem Inkompte habt ihr etwas anderes erzählt, ist das obere. Aber es war eure Entscheidung zu bleiben.
Was ist so verdammt wichtig? Ich nehme das Obere. Das ist nicht das, was die Oberhäupter der Stadt und ihre Anhänger verstanden haben. Sollen sie doch alle verrotten. Dieser Abschaum hat uns bestohlen. Nicht jetzt, nicht das Sakamek. Es ist Jahre her. Ein einfacher Akt der Gier hält mich hier fest. Keiner von uns kann nach Parvollen zurückkehren, bevor nicht ich allein wiederbeschafft habe, was unter meinem Kommando verloren ging. Deshalb sind diese Elfin und ihre Schatten unwichtig. Deshalb lasse ich dieses Geschwür von einer Stadt nicht einfach hinter mir. Euer Chaos in Ordnung zu bringen, ist nicht die Forderung des Kuhn. Und ihr alle solltet dankbar dafür sein. Danke für eure Dienste, Mensch. Und nun geht. Seine Nerven liegen blank. Der Vicon sollte davon erfahren. Gut, neue Quest. Ja, jetzt habe ich wieder neue Arbeiten bekommen. Und der aktuelle Stand. Bei dem weiß der echt nicht genau, wie du da überhaupt dran bist. Ne? Der sagt viel und im Endeffekt gar nichts. Er spricht einfach zu viel in mystischen Phrasen. Ich erinnere mich da an jemanden, der das selbst gerne tut. Nämlich ich. Aber gut, ich bin ja heute nicht dafür gekommen, um das zu machen. Gehen wir denn da hin? Gehen wir hier wieder in die Oberstadt. Gehen wir in die heimische Bude. So. Und hier ist die Rose, ne? Warum ja. Eigentlich so oft hierher? Endlich bin ich wieder hier, wo ich sein möchte. Die Wache hätte meinen Mut nicht mitgenommen, wenn du ihn ordentlich behandelt hättest. Wenn ich also nicht halte, den Dieb zu... Guck ich mal, ob das Mädchen noch da oben drin sitzt. Ich glaub's auch nicht. Da ist die Kiste. Eher nicht. Was? Du kriegst das Ding nicht auf. Ist aber schwach. Das ist aber schwach. Und hier? Nee, da ist auch nichts. So kriegt er diese Truhe nie auf. Mann. Ich meine, ich gedacht, das ist ein besserer Schlösserknacker. Geht bitte nach oben, Sir. Sie warten schon. Madame Lusine. Nun ja, ihr seht zumindest aus, als hättet ihr das nötige Kleingeld. Willkommen in der blühenden Ruppe. Meine Mitarbeiter bieten 3 verschiedene Dienste an. Für 2 Sovereigns erhaltet ihr... Die Standarddienste kosten euch 1 Sovereign. Und für 50 Silber wird sich jemand finden, der eine Stunde lang vorgibt, euch zu mögen. Was? Nichts, vielen Dank. Ich muss darüber nachdenken. Aber natürlich. Das war doch die Standard-Synchronstimme eigentlich von der Linda Hamilton. Unglaublich, ey. Haben sie die von der Sarah Connor, von der ersten Sarah Connor, die Ding genommen, ey, die Synchronstimme. Krass. Ist ja auch keine Unbekannte. Die hat schon ziemlich drauf. Die Kirche sollte mehr in der Unterstadt tun. Ihr seid also zu zweit. Anders und Gerechtigkeit? Das ist nicht ganz korrekt. Aber in euch sind 2 Bewusstseine. Das ist bei vielen so. Jetzt seid ihr aber nicht ganz korrekt. Ich dachte, die Regeln dieses Spiels würden das erfordern. Ich weiß nie, mit wem ich bei einem Gespräch mit euch eigentlich rede. Dann ist es ja gut, dass das nicht so oft vorkommt. Oh Mann, dass die sich immer zupfen müssen, ja, für nichts und wieder nichts. Ihr habt es wirklich weit gebracht, Hawk. Geil, das ist jetzt die Bude. Thank you.
Ihr habt es hier wirklich gut getroffen. Es war harte Arbeit, hierher zu kommen. In der Tat. Aber mehr Geld kann dir noch nie schaden, nicht wahr? Sagen wir mal, falls jemand vielleicht Arbeit für euch hätte. Okay. Ihr könnt mich jederzeit fragen, ist das obere. Ständig will jemand etwas von mir, ist die Mitte. Worum geht es dieses Mal? Ist das untere. Ich nehme das obere. Ich bin ganz Ohr, Evelyn. Wo liegt das Problem? Mir ist da jemand ein Dorn im Auge. Er erfindet irgendwelche Probleme und macht den Leuten Angst. Erinnert ihr euch an Emmerich? Den Templer? Er will eure Hilfe und eine Art offizielle Billigung. Eine offizielle Billigung? Seiner Ermittlungen. Er ist davon überzeugt, dass alle möglichen Morde der letzten paar Jahre miteinander zusammenhängen. Und er will einfach keine Ruhe geben. Oh Mann, Thema vertiefen. Warum überprüft ihr das nicht? Ihr denkt also nicht, dass man der Sache nachgehen sollte? Das habe ich getan. Er hat sogar einen meiner Leutnants dazu überredet, das Dupuis-Anwesen zu durchsuchen. Da war nicht das Geringste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Hintern ich anschließend küssen musste. Dieser verfluchte Freizeitermittler. Warum kann er seine letzten Jahre nicht einfach damit verbringen, ein Boot zu bauen oder sowas? Okay, Thema vertiefen. Seid ihr sicher, dass er sich irrt? Es dürfte doch nicht allzu schwierig sein, zu beweisen, ob es Leichen gibt oder nicht. Corkwall ist nicht unbedingt der sicherste Ort. Das heißt aber nicht, dass alles Schreckliche, was geschieht, miteinander zusammenhängt. An der ganzen Geschichte ist einfach nichts dran. Unmöglich. Okay, hier habe ich die Auswahl. Er hatte einen guten Start, ist das obere. Dann hier die Mitte. Ich sorge dafür, dass er Ruhe gibt. Und unten, und was genau soll ich tun? Ich nehme das obere. Soweit ich mich erinnere, hatte er einige ziemlich gute Spuren zusammengetragen. Dann macht es euch ja hoffentlich nichts aus, seinen Hinweisen nachzugehen. Sollten sie euch irgendwo hinführen, kümmere ich mich darum. Im Moment lenkt er meine Männer jedoch nur ab. Ihr findet ihn in der Galgenburg. Tut bitte, was ihr könnt. Danke, Hawk. Ich versuche, es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Gut. Neue Quest, Hauptverdächtige. Jo, jo, jo. Jetzt rühre ich mich hier noch ein bisschen um. Oh Mann, das sieht hier richtig geil aus. Und hier ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. So, jetzt habe ich gerade vor Aufregung einen Minischluck aufgekriegt. Und hier ist ein Lager. Okay, da könnte ich jetzt alles reinstopfen, was ich nicht brauche im Moment. Aber mein Inventar, ich sage es ganz ehrlich, ist groß genug. Das ist im Moment groß genug. Oh Mann, guck dir mal das Bett. Ui, untersuchen. Was ist das denn? Oh, Anders Manifest. Mal wieder. Ja, das Schlitzohr. Und hier eine Truhe. Eine Kleidung. Okay, Brustteil, Kohle. Das möchte ich aber nicht austauschen. Na, egal. Mehr ist mir von meinem Leben in Lothering nicht geblieben. Das ist alles, was da drin ist. Varric hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mein Tagebuch ein wenig auszuschmücken. Okay. Das ist auch schön. Und hier heult doch irgendwo ein Hund. Ich weiß bloß nicht, wo der ist. Das ist Mutters Zimmer. Ich sollte ihre Privatsphäre respektieren. Die Geschichte von Kirkwall, Kapitel 2. Als nach der Verwüstung durch die erste Verderbnis und die darauffolgende Invasion der Barbaren die Grenzen des Reichs langsam zurückgedrängt wurden, verloren zahlreiche Außenposten in dem Gebiet, das heute als Freie Marschen bekannt ist, den Kontakt zu dem Zentrum der Macht. Viele Kriegsherren versuchten, die Region als ein Königreich zu konsolidieren, aber der Widerstand war zu groß. Emerius konnte sich noch fast ein Jahrhundert lang halten, bis zur Sklavenrevolte im Jahr 25 vor der Zeitrechnung. Es war nicht die erste Revolte dieser Art in Emerius, aber es war die letzte. Die Garnison der Stadt hatte viele Aufstände niedergeschlagen. Und selbst der Sturz der Herrscher in den Zeiten von Andraste hatte nur ein knappes Jahrzehnt Bestand gehabt. Trotz der langsamen Auflösung des Reichs gab es weiterhin Sklavenhandel und als der Schiffsverkehr im Wachen Meer zunahm, gewann Emerius aufgrund seiner Lage
an der engsten Stelle des Meeres enorm an strategischer Bedeutung. Die Zeit verging, bis plötzlich ein Al-Amari-Sklave namens Radun bekannt wurde. Er kämpfte für bessere Bedingungen und gewann so viel Einfluss, dass die Magister es vorzogen, nicht gegen ihn vorzugehen. Als seine Forderungen immer lästiger wurden, ließen ihn die Herrscher schließlich vergiften. Voller Zorn stürmte eine Gruppe von Raduns Anhängern die Galgenburg und wurden massakriert, wodurch eine blutige Rebellion ausgelöst wurde, die ein ganzes Jahr lang dauerte. Die Stadt stand in Flammen und die wohlhabende Oberstadt wurde eingenommen. Am Ende fanden die Magister vor der jubelnden Menge am Galgen den Tod. Die Stadt nahm den neuen Namen Kirkwall an. Kirk bedeutet schwarz, nach den Gagat-Klippen. Über 10 Jahre lang herrschte Anarchie und die Verteidigungsanlagen wurden immer mehr beschädigt. Schließlich kam es zum ersten Mal zur Eroberung und in den folgenden Zeitaltern wechselte die Stadt mehrere Male den Herrscher. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die Rebellion letztlich das Ende der Unabhängigkeit einläutete. Aus Kirkwall, die Stadt der Ketten, von Bruder Genitibi, 924 im Zeitalter des Drachen. Coole Sache. Coole Sache. So, und hier unten, ui, die Abenteuer des Schwarzen Fuchses. Die Abenteuer des Schwarzen Fuchses, geboren 863 im gesegneten Zeitalter als Lord Remy Vascal, war der Schwarze Fuchs ein tollkühner Dieb und Räuber, über den so viele Geschichten existieren. Da es heute nahezu unmöglich ist, Wahrheit und Legende zu trennen, obgleich von Adel, gilt er doch als Held des gemeinen Volkes. Zu Beginn verspottete er den tyrannischen und mächtigen Lord von Valchemin. Er trug eine Maske, zeigte sich öffentlich und durchkreuzte die Pläne des Lords so häufig, dass dieser ein enormes Kopfgeld auf diesen listigen Fuchs, daher auch der Spitzname, aussetzte. Der erste Kopfgeldjäger, der sich das Geld verdienen wollte, Carolis, wurde schließlich Remis lebenslanger Partner, nachdem er ihn mehrere Male fast getötet hätte. So erzählte man es sich noch heute in den Tavernen. Die Geschichte wird oft übertrieben dargestellt. Remy als Possenreiser, der Carolis fast in den Wahnsinn treibt, weil es diesen dennoch nicht gelingt, den Schwarzen Fuchs zu erledigen und dadurch die Oberhand gewinnt, was den Kopfgeldjäger so beeindruckt, dass er sich letztlich anschließt. Nachdem er jahrelang die Männer des Lords gepiesackt und seine Steuereintreiber drangsaliert hatte, in Klammern laut dem Volk von Orlais eine von Remis Lieblingsbeschäftigungen, wurde Remy angeblich von seiner geliebten Savannah de Montfort verraten. In einigen Versionen ist sie sogar eine Magierin des Zirkels und gefangen genommen. Nach über einem Jahr Folter wurde Remy von seinen Leuten, darunter eine reuevolle Savannah, aus dem Gefängnis befreit. Gemeinsam flogen sie nach Orlais. In dieser Phase von Remis Abenteuern tauchte fast überall in Tedas auf. Immer mehr Wirte und Händler schmückten sich damit, dass der Schwarze Fuchs ihr Dorf oder ihr Gasthaus besucht und irgendeine Großtat vollbracht hätte. Wenn die Geschichten stimmen, lieferte Remy den Männern des Lords eine ständige Jagd. Er war in politische Intrigen in Navarra verwickelt, wurde von den Krähen aus Antiba verfolgt und von einem mächtigen Magier aus Tewinter entführt. Jedes Mal entkam Remy in letzter Sekunde dem sicheren Tod, überwältigte den Bösewicht und verbesserte das Leben der Armen und Gepeinigten. Dann sammelte er seine Bande von Abenteurern wieder zusammen und zog ins nächste Land. Über seine Gefährten Carolis und Savannah, den weisen Zwerg Wolleck und den stürmischen Ritter Sir Clementis entstanden mit der Zeit einige eigene Legenden. Alle Geschichten stimmen darin überein, dass der Schwarze Fuchs eines Tages verschwand. Er und seine Gefährten zogen ins Herz des Arlathan-Waldes auf der Suche nach der versunkenen Stadt. Auf der Suche nach der versunkenen Stadt der Elfen und kehrten nie zurück. Viele Legenden ranken sich darum, was ihnen in dem Wald wohl widerfahren sein mochte und wie sie eines Tages womöglich gerettet werden könnten. Aus Die Abenteuer des Schwarzen Fuchses von Gaston Gerold, 911 Zeitalter des Drachen. Ne, der Drachen. Okay.
Jo, gar nicht mal so schlecht. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Und hier ist ein Schreibtisch. Oh, das ist wieder Zeug. Ach du Scheiße. Nächtliche Schrecken. Soll ich das jetzt echt alles vorlesen? Und hier verbotenes Wesen, genau. Die, ja, die Hammer. Grüße, ich hoffe, ihr seid wohlauf. Ich habe in den vergangenen 3 Jahren oft an euch gedacht. Ohne euer Bemühen wäre mein Fanriddle schon längst an Sklavenhändler verkauft worden. Stattdessen fing er langsam an, seine Magie zu meistern. Doch nun haben ihn seine Albträume wieder eingeholt und weder die Hüterin noch der erste Verzauberer können ihm helfen. Ich wüsste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Kommt bitte zu meiner Wohnung im Gesindeviertel. Ich warte auf euch. Seid nochmals bedankt für euer Mitgefühl ihm gegenüber. Hochachtungsvoll, Ariane. Mach ich. Wege im Untergrund. Viele Leute in der Stadt verdanken euch ihr Leben und ich bin eine davon. Als meine Freunde und ich von Templern umzingelt waren, habt ihr uns die Flucht ermöglicht. Über die Jahre sind die meisten Abtrünnigen aus Starkhaven gefangen genommen worden, aber dank der Hilfe vieler Menschen bin ich noch in Freiheit. Ihr habt schon viel für die Abtrünnigen getan. Wenn ihr mehr tun wollt, kontaktiert Harryn Selby bei den Docks. Sie kennt viele Möglichkeiten, wie ihr weitere Leben retten könnt. Auf ewig in eure Schuld, Terry aus Starkhaven. Schön, nehme ich an. Eine Tweet von Fainril. An Hawk, das Leben bei den Dalish ist nicht einfach. Hüterin Valathari versucht ihr Bestes, aber ich weiß nicht, was sie noch für mich tun könnte. Die jüngeren Elfen akzeptieren mich nicht und sie flüstern oft hinter meinem Rücken über mich. Die Älteren sind zurückhaltender, aber ich erkenne sie in ihren Augen. Sie haben Angst vor mir. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das alles erzähle. Manchmal glaube ich, ihr seid der Einzige, dem ich vertrauen kann. Euer Freund Fainril. Von Macher. Messer Hawk. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinem Bruder geholfen habt. Ich mache mir zwar Sorgen, was die Templer Karan antun könnten, aber er will es ebenso. Er ist euch dankbar, dass ihr ihn von Sir Cullen verteidigt habt. Danke von uns beiden. Macher. Fühlt ihr euch unzulänglich? Okay. Flagge auf Halbmast. Steht der Soldat nicht stramm? Hat euer Zwerg Angst vor den tiefen Wegen? Kommt zu Jörmanns Drogerie und fragt nach unserer Spezialsoße. Unsere Spezialsoße enthält die Essenz von 52 Kräutern. Was zum Geier? Sie ist völlig natürlich, völlig sicher und garantiert effektiv. Ihr werdet euch gleich ganz anders fühlen. Seid der Mann, der andere Männer sein wollen. Seid der Mann, der zu sein ihr verdient. Von Elven. Messer Hawk. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich bin. Danke, dass ihr meine Tochter vor diesem Monster gerettet habt. Wenn ich mein kleines Mädchen so ansehe, wird mir erst klar, wie viel ihr für meine Familie getan habt. Lia hat jetzt ein Idol. Sie interessiert sich für den Schwertkampf und möchte eines Tages zur Wache. Sie scheinen das Ganze gut zu verarbeiten. Auf ewig in eurer Schuld, Elrin. Ein seltsam offiziell wirkender Brief. Werte Herr, werte Dame, ich bin Lord Achim Fogg aus Starkhaven. Ich bin mir beim Erbauer und bei Andraste, seiner geliebten Prophetin, völlig sicher, dass es meine Pflicht ist, euch diese dringliche und geschäftliche Angelegenheit zu unterbreiten. Vor Jahren bekleidete ich das Amt des Truchsess bei der königlichen Familie von Starkhaven. Leider wurde diese gestürzt von einem üblen Thronräuber. Ich repräsentiere seine königliche Hoheit, Prinz Corbinian Vale, den rechtmäßigen Thronerben. Und mit eurer Hilfe und der des Erbauers können wir dafür sorgen, dass er die Krone von Starkhaven schon bald wieder trägt. Seine Hoheit hatte ein Vermögen von 11.000 Sovereigns in den Gewölben der königlichen Bank von Antiba. Hätte er Zugriff darauf, könnte er eine Armee ausheben und den Thron zurückerobern. Aber es ist für seine Hoheit zu gefährlich, das Geld persönlich abzuheben. Und hier sind nun eure Unterstützung und eure Diskretion gefragt. Schickt mir einfach die Angaben eines bestehenden Bankkontos in Kirkwall und ich werde dafür sorgen, dass das Geld dorthin transferiert wird. Ein König wird es sich dann bei euch abholen, natürlich abzüglich einer reichhaltigen Belohnung. Ich muss euch noch darauf hinweisen, dass die Antivaner ein Konto erst als geschäftsfähig betrachten, wenn dort ein Guthaben von mindestens 100 Sovereigns vorliegt. Bitte bewahrt über die Angelegenheit absolutes Stillschweigen. Hochachtungsvoll, Lord Achim Fogg. Was für eine Spam, ey. Das sind Spam,
Botschaften. So was habe ich auch noch nicht gehabt hier. Ein seltsamer Brief aus Lothering. Hawk, ich habe gehört, ihr habt es in den freien Marschen geschafft. Weiß zwar nicht, was ihr dort wollt, aber vermutlich ist es besser als Orlais. Gibt es dort auch Spinnen? Große? Hier konnte man nicht einmal mit einer toten Katze wedeln, ohne eine Riesenspinne zu treffen. Aber die Verderbnis hat sie vertrieben. Bei meinem Bauer, vor uns liegen finstere Zeiten. Denkt an meine Worte. Heutzutage kann ein Mann nicht mal Giftfallen auf seinem verderbten Land auslegen. Euer alter Balin. Eine Nachricht aus Lothering. Liebe Leandra, hoffentlich geht es dir und den Kindern gut. Es tut mir so leid wegen Kaber, ein guter Junge. Er hat mir immer geholfen, die Ratten im Keller zu fangen. Die Verderbnis hat uns zu viel genommen. Dank sei dem Erbauer für den Helden von Ferelden und die Grauen Wächter. Im Großteil des Landes normalisiert sich langsam wieder alles, aber Lothering gibt es nicht mehr. Wir hatten gehofft, dort alles wieder aufzubauen, aber die Verderbnis hat den Boden vergiftet. Es wird Jahrzehnte dauern, bis er sich erholt hat. Vielleicht geschieht es auch nie. Redcliffe ist hübsch und langsam betrachte ich es als zu Hause. Auch hier gab es während der Verderbnis Probleme, aber das Dorf erholt sich. Vielleicht besuchst du uns irgendwann einmal. Bitte schreibe mir wieder, meine Liebe. Ich möchte mehr über dein Leben in Kirkwall erfahren und richte den Kindern mein Bedauern und beste Wünsche aus. Deine Freundin Miriam. Briefe der Familie. Ich habe damit angefangen, als Mentorin zu arbeiten. Die Zeit mit den Kindern... Im Moment, muss ich erst hochgehen. Lieber Rezzo, hoffentlich geht es dir gut. Das Leben in Zegli ist ganz erträglich, auch wenn die Templer es für nötig hielten, mich direkt nach meiner Ankunft Erläuterung zu unterziehen. Sie dachten, es bestünde das Risiko einer Besessenheit oder dass ich weglaufe wie Vater. Zum Glück ist es vorbei. Ich habe damit angefangen, als Mentorin zu arbeiten. Die Zeit mit den Kindern macht mir Spaß. Ich bringe ihnen einfache Zauber bei. Eines der Kinder, Ella, hat mich richtig gern. Sie ist niedlich. Aber perfekt ist das Leben hier natürlich bei weitem nicht. Die Templer sind zwar meistens höflich und ich weiß, dass sie nur ihre Arbeit machen, aber manche haben ziemlich extreme Ansichten. Einer von ihnen heißt Sir Elric. Er schikaniert die Magier ständig, aber ich halte mich von ihm fern. Es geht mir gut, mach dir bitte keine Sorgen. Liebe Grüße, Bethany. Das ist von Schwesterchen. Schön. Also geht's ihr gut. Vielleicht wäre es nicht geworden, wenn ich sie vielleicht doch mitgenommen hätte. Aber ich hatte halt keine Wahl. Ich habe halt das gemacht, was Mutter wollte. Gut, das ist gemacht. So, und ich mache hier auch nochmal wieder ein kleines Päuschen. Muss ich leider machen. Ja, deswegen möchte ich euch bitten, wenn es euch gefallen hat, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dragon Age 2. Bis bald.